Und jetzt werden wir euch um einen kleinen Gefallen bitten. Moment, mein Auge juckt. Nee. Genau, nutzt die neuen Techniken, um uns die 2 Perlbohnen aus dieser Höhle zu bringen. Eure Macht ist viel größer als unsere. Viel, viel größer. Also viel, viel. Deshalb könnt ihr die 2 Perlbohnen suchen und finden. Und wenn ihr nicht wollt, dann zahlt ihr für unseren Unterricht. 100.000 Münzen, los, her mit der Kohle! Los, husch, husch, bringt uns die 2 Perlbohnen. Vorwärts. Dann wollen wir mal. Okay, es gibt 2 Perlbohnen, 2 Wege und wahrscheinlich 2. Lachlagune, Retter der Items, Teil 1. Buhu, Statue. Dies ist eine herrliche Statue, die einen schitternden Geist, einen Buhu, darstellt. Die Statue ist zwar schön, doch wenn man die ansieht, dann verschwindet sie einfach. Man kann sie weder sehen noch berühren. Eine mysteriöse Statue. Ja, aber wir können sie von hinten anschieben. Und da ist sie ein neuer Weg. Und hier ist noch eine. Warum denn nicht? Und hier sind... Was ist das denn? Bekanntmachung. Schwere Sicherheitsmenge an den Rollbalken, die unserer Sicherheit dienen. 2 Personen können leicht in Seitwärtsgang durch die Lücken zwischen den Balken schlüpfen. Zum Schutz der Perlbohne sind Verbesserungen unumgänglich. Aha. Also, klau mir hier etwas für die, oder was? Nein, nicht wir. Ich hab das schon immer gehasst. Aha, ein Mini... Weißt du was? Ach, es geht nicht. Alter. Alter, ich hasse das. So. Da haben wir sie. Du hältst die grüne Perlbohne. Oh, wie reizend, wie hübsch, eine grüne Perlbohne. Und jetzt bringt schnell die rote Perlbohne. Los, mach voran. So. Ach ja, so einer. Da kann wer oder was auch immer kommen. Nichts wird mich umwerfen. Schätze ich jedenfalls. Dann werden wir mal sehen. Wir können damit alles umwerfen, also. Yay. Ich bin geplättet. Ihr seid ein ungewöhnliches Paar. Ich bin geplättet. Ihr seid... Ja, gut. Bekanntmachung. Schwere Sicherheitsmängel an den Rollbalken, die unserer Sicherheit dienen. Man kann das System umgehen, wenn man schnell genug die Lücken zwischen den Balken passiert. Zum Schutz der Perlbohne sind Verbesserungen unumgänglich. Also so. Du hältst die rote Perlbohne. Oh, wie hübsch, wie reizend, eine rote Perlbohne! Genau das habe ich mir gewünscht. Oh, gut, endlich. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder neue Paar-Attacken. Ah, die sagen nicht Tschüss oder so. Viel Spaß auf euren Reisen. Wir geben euch mal 10.000 Dollar. Pilzmüssen. So, das nehme ich auch nochmal mit. Ich hasse diese Blöcke. Zwar geben die viel Geld, aber... Okay, jetzt war's. So. Jetzt können wir den einen Typen nach unten umwerfen. Hier. Jetzt können wir alle Typen umwerfen, die wir jetzt getroffen haben. Oh, ist das geil. Ich bin geplättet. Ihr seid... Ja, das können wir ja. Dieser Lag, diesen Bug gibt es bei jedem... Also, habe ich auch auf dem Gamer gehabt. Aber egal. Du hast eine rote... Nee, warte mal. Nein. Ja, okay, dann. Ich wollte eigentlich den Spitzkopf da angreifen. Da, wir haben Donnerbruder. Und Schlagbruder habe ich auch schon. Ah, okay. Dann wollen wir Donnerbruder machen.
Verfallt. Und Flammenbruder. Ja. Wie gesagt, Maris Attacken sind immer mehr so auf Melee Damage, also auf Damage. Scheiße. Und Luigi sind mehr so auf, ich fick dich. Ja, genau, der kann einfach alle wiederbeleben. Ja, den müssen wir als erstes töten. Dann nehmen wir den einfach. Ja, ein Schaden, genau. Die Dinger sind nur auf Sprünge, empfindlicher, was? Hier. Tschüss. Sonnenbrillentyp. Scheiße. Da reicht die Hand auch aus. Da reicht die Hand. So. Boah, Alter, Mario hat einfach mal 1000 mehr XP als der andere Typ da. Als der andere Typ da. Ich meine, Luigi. 202 Schaden, ja. Ah, natürlich wiederbeleben die. Okay, da nicht. Der aber jetzt. Ja. Hat also nichts gebracht, den zu töten. Scheiße. Denn mit Luigi wollte ich jetzt den hier machen. Nein! Schön auf den Speer draufgesprungen. Jetzt ist der andere wieder überlebt. Oder auch nicht. Denk halt eben nicht an deinen Freund. Ich weiß genau, über wen du redest. Ja. Ja. Und zack. Ach, hier ist auch noch so ein Sack. Weg. Oh, wir müssen wieder unter Wasser. Ich bin gehört, ihr seid ein ungewöhnliches Kackpaar. Jo. Runter geht's. Noch mehr unter Wasser fahren. Ah, geh weg. Okay, der geht halt nicht weg, dann töten wir dem alle. Was ist das für eine Muschi? Penopolyp und Cheep Cheep. Ja. Okay. Der wirft nach Kissen. Mit Kissen nach uns. Ja. Schön zu sehen. Dass die sich aufblähen, nachdem man die angreift. So, also eigentlich müsste der Donnerbruder jetzt hier richtig fett absahen. Ja. Besser als nichts. Ah, und da sinkt die Verteidigung, sehe ich gerade. Kommt ihr auch. Oh, mein Akku ist fast leer. Moment, was ist das denn? Ja, genau. Unter Wasser haben wir auch so mechanische Tintenkalmare. Irgendwas. Moment. Jetzt hört ihr was. Da war mein Handy. Angeschluten. Ja, tippen hier um eine Aktion für das. Tippen Sie hier. Ich tippe, aber es passiert nichts. Komm, wir machen eine. Nein, daneben! Rastet der jetzt aus? Ja, natürlich schießt er jetzt. Au. Au. Au! Ich spring so früh, weil ich denke, man schwebt lang. Au. Dann müsste das hier auch bei jedem was bringen. Oder in den Rest geben. Ja, immerhin. Jetzt haben die alle. Ja, Flammen unter Wasser. Oh. Ja, immerhin. Das geht auch. Und du bist jetzt auch weg. Oder auch nicht. So, der hat Stacheln, deswegen springe ich da jetzt mal. Oh. So. Luigi steht natürlich Level ab. Warum nicht? So, dann geben wir den jetzt einfach mal wieder ein bisschen Bart. Toll. Na, okay. Geht aber noch. Besser als nix. Und den lassen wir einfach in Ruhe. Lies das Schild erstmal. Lachlagune News. Fontänenströmungen. Am Meeresboden steigen von Vulkanaktivitäten
erhitzte Ströme aus dem Boden auf. Breitet man die Hände aus und lässt sich von der Strömung tragen, kann man mit ihnen aufsteigen. Also so. Ja. Und dann kann ich einfach rüberfliegen. Fliegen, ja. Schwimmen. Weg, weg, weg. Ich hab da was verpasst. Warte mal kurz. Ich hab gerade so gedacht, hä? Treasure. Lachbohnen für Lachbohnen generell. Die ich jetzt recht in die, ja, Indiana Jones. Oh, ich wollte gerade schon sagen, ich habe keinen Bock gehabt, nochmal runter zu springen. So, hoch so ging. So. Nach oben geht jetzt. La la la. So, jetzt speichern wir mal. Und weil, hier haben wir jetzt Kichererbsen, Erbse. Nach Lagune, Röhrenplatz. Röhrenplatz? Also, das gehen wir jetzt gleich wieder in die nächste Röhre rein. Oder dürfen wir Rohre verlegen? Aha. Achso, das meine ich mit Röhrenplatz. Natürlich, warum hier auf der Insel, irgendwo am Arsch der Welt, sind hier einfach mal solche Röhren? Muss man nicht durchspurten. Oder haben wir noch? Wir haben noch geschafft. Welcher ist er? Zu früh immer. Zu früh. Ich hab ja zu früh. So, dann können wir den hier nochmal einmal weghämmern. Ach man, ich sollte einfach mit den Mehl-Attacken, mit den Paar-Attacken angreifen. Wir haben genug Bruderpunkte. So. Apropos, ja. So, hier auch erstmal Angriff. Und ja. Und Zero. Ach, scheiß drauf. Wir haben genug. Wir kriegen auch genug. Jo. Ach, sind nur die zwei dann. Ja, heil dich bloß selbst und nicht deinen Freund, ne? Und weg. Oh. Wir werden hier nach so viele Bohnen haben, glaube ich. Aha, der Saft muss man noch machen, glaube ich. Lange denn nicht wiederbelebt? Gut. Jetzt muss aber gehen. Ja, genau die 14, die der Rad repariert hat. Wieder abgezogen. So. Und den kann ich wohl mit der Hand zerstören. Ja. Wunderschön. Oh, da sind noch mehr Vollidioten. Dann. Was sind das für Vollidioten? Kann auch mal rum, die sehen aus wie Polizisten. Au. Wir probieren mal, wie die da reagieren auf links. Okay, macht das generell noch wenig Schaden. Wett. Jo, der wirft deinen Bumerang herum. So, 100 Schaden, genau. Da! So. Und sofort der nächste. Jo, da sind ja noch mehr. Warum denn nicht? Dann brennen wir den da hinten mal ab.
Die Attacke ist langweilig, wenn ich jetzt Schaden dieses höher gehen würde, ne? Aber naja. Jetzt wiederbelebt er den natürlich. Warum denn nicht? Na, ich setze die Dings so früh an. Vergessen, dass die keine Sprünge mögen. Was? Ja. Jetzt heilt die sich selbst oder jemand anderen. Na, Supi. Na, Snoopy. Ah, oh, natürlich. Ja, was eine Runde, ey. Was eine schöne Runde, Rat. Weg. So. Schön. Also ein schwacher Gegner, ganz viele auf einmal zu töten, ist die Attacke gut. Ja, gut. Und zack, zack und zack. Hui, ja. Waren doch alle, oder? Ja. Lack Lagune, Rätsel-Items, Teil 2. Wirbelblock. Stößt man wirbelnd gegen diesen Block, so fliegt er in die Richtung, in die man ihn wirbelt. Er macht nichts, es macht nichts aus, wenn er an einen falschen Ort fliegt. Er kehrt nämlich zum Ausgangsort zurück, während ihr ihn nicht sieht. Hier seid. So ein seltsamer Block ist das. Achso, also sollen wir den einfach dahin? Ja, cool, dann. Geil. Jo, das interessiert uns nicht, sonst geht's hier nirgends weit. Ah, okay. Wir müssen wahrscheinlich den Weg frei machen. Oder irgendwie übers Wasser kommen. Warum denn nicht? Sind noch mehr von diesen Spacken. So. So. Und platt gemacht. Ich wollte eigentlich richtig heftig angreifen. Also richtig anal. Hat auch nicht geklappt. Au. Langweilige Attacke, aber ich weiß, dass die Special davon richtig geil ist. Aber es hat den. Lüpp. Und zupp. Lüpp. Aua. Oh, Mario ist gleich tot. Schrägstrich K.O. Ja. Immerhin tot. Und das müsste nicht reichen. So, jetzt aber.